bin gerade in einem Kaufhaus, weil ich ein ganz besonderes Geschenk besorgen möchte. Und zwar treffe ich morgen Maike wieder. Aber nicht nur Maike alleine, sondern auch ihr Baby. Ich wünsche mir ein eigenes Kind. Ich bin aber schon sehr lange Single und möchte das deswegen jetzt alleine durchziehen. Wir haben ihren kompletten Weg begleitet. Das verteile ich jetzt einfach so im Gebärmutterhals. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger! Oh mein Gott! Sie hat kurz nachdem sie schwanger war, dann tatsächlich jemanden kennengelernt und einen Partner bekommen. Wie das Ganze jetzt mit den beiden weitergegangen ist, ob die überhaupt noch zusammen sind, das erfahre ich morgen. Ich kann natürlich nicht mit leeren Händen aufkreuzen und deswegen bin ich eben hier. Oh mein Gott, ein Fuchs. Na, perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Ach guck mal, da sehe ich sie schon. Ich komme jetzt einfach hier über die Terrasse. Hallo Maike. Hi. Oh, schön, dich zu sehen. Ja. Ich habe dir was mitgebracht. Es ist kein Wein. Okay. Oh. Sieh mir mal hier. Oh. Ein kleiner Fragefuchs. Ein Fragefuchs. Ja, oh, ich fand den ganz süß. Da wird Malu auch gefallen. Sehr gut. Ich freue mich schon so darauf, ihn nachher zu treffen. Ja. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war in einem Videocall. Da warst du hochschwanger. Wie groß ist denn dein Bauch inzwischen? Sehr groß. Oha. Wow. Da ging es dir so semi-gut zu der Zeit, das weiß ich noch. Hast du deine Schwangerschaft irgendwie noch ein bisschen genießen können oder war das einfach nur schlimm? Also ja, der letzte Monat wurde dann besser, tatsächlich. Aber wirklich so bis zum 8. Monat war richtig mit übergeben. Wie war das für euch dann in der Beziehung? Andere Leute, die gehen zuerst irgendwie auf Dates, haben vielleicht so ein bisschen eine Kennenlernphase, es ist alles irgendwie ganz süß, aber bei euch war es direkt so, okay, ernst. So, und dann gibt es noch Neuigkeiten, oder? Ja. Dass du jemanden wieder getroffen hast, so war das, ne? Jemanden, den du schon länger kennst. Genau, ja, wir haben früher zusammen Fußball gespielt. Ja, dann ist irgendwie so der Kontakt geblieben und dann hat sich das halt so ergeben. Er hat mich so kennengelernt und von daher hat er das dann auch so, also hat sich so entscheiden können, ob er das so hinnimmt oder nicht. Und für ihn war das irgendwie gar keine Frage. Aber umso schöner ist es halt jetzt auch, dass man jemanden kennengelernt hat, der dann halt auch sagen würde, er kümmert sich halt auch um das Kind. Das war wirklich so, ja, wir hatten da beide ein gutes Gefühl und es hat gepasst. Und wir haben das dann auch irgendwie uns selber halt schön gemacht. Ich finde es sehr schön, wie ihr praktisch euren eigenen Umgang so ein bisschen damit gefunden habt. Ach guck mal, hier liegt ja auch schon das Spielzeug und so. Das braucht man auch. Ja, um ihn zu beschäftigen. Wie war denn so eure Verliebtheitsphase? Ich stelle mir die ja ganz anders vor als so eine normale Kennenlernphase. Ja, ich glaube, wir waren schon von Anfang an sehr verliebt, aber es ist halt anders gewesen, definitiv. Also ich glaube, so das größte Erlebnis war wirklich so diese Tritte zu spüren, dass er auch was gespürt hat. Und aber ich glaube jetzt nicht, dass wir deswegen weniger verliebt waren. Habt ihr vorher darüber geredet, wie seine Rolle sein wird? Ja, wir haben ganz oft drüber geredet und ich habe ihn auch immer wieder gefragt, weil klar, wenn wir irgendwo waren und ich hochschwanger und er wurde natürlich gleich beglückwünscht und da haben wir oft drüber geredet, ist das okay für dich, dass ich es erzähle, wie es eigentlich wirklich ist. Diese Vaterrolle jetzt so, dass ich ihn da reindränge, das wollte ich nie, aber man muss auch dazu sagen, dass er schon so sich als Vater gesehen hat. Woran hast du das gemerkt? Also total der Beschützerinstinkt, dass er sich halt auch so gefreut hat viel. Das Interessante ist ja, dass man sich während einer Schwangerschaft gerade als Mutter total viele Gedanken machen muss. Ja, aha, jetzt wird er wach. Ja, hol ihn mal. Ja. Dann lerne ich ihn jetzt auch kennen. Hey Mausi. Hi. Oh, ganz verschlafen. Ja. Hallo. Wer ist das? Hallo. Aber er kann lachen. Wenn ihr wissen wollt, wie das überhaupt entstanden ist, dass Maike und Malu hier gemeinsam sitzen, dann findet ihr die ganzen Videos, die wir mit Maike gedreht haben, am Ende in der Endcard oder hier oben in der Infobox. Habt ihr vor der Geburt denn auch darüber geredet, ob er bei der Geburt anwesend sein soll? War das Thema für euch? Ja, natürlich. Und er hat dann auch irgendwann mal gesagt, so, ja, ich möchte dann auch die Nabelschnur durchtrennen. Und das hat er auch letztendlich alles gemacht. Und ja, Malu war, hat als erstes eigentlich Sebastian gesehen. Süß, als erstes noch vor dir sozusagen. Ja, noch vor mir, ja. Also er hat mir dann in die Hand gegeben. Also würdest du sagen, zu zweit so eine Geburt ist dann doch besser als so, wie du es ursprünglich geplant hattest, allein? Definitiv, ja.
Ja, ist schon was anderes, hat Händchen gehalten und, und. Wir haben in der Community ja auch den Aufruf gegeben, dass die Leute dir Fragen stellen können und es kamen sehr viele Fragen. Hättest du dich trotzdem so entschieden, wenn du gewusst hättest, dass du Sebastian bald kennenlernen würdest? Also jetzt im Rückblickend ja. Also ich hätte es nicht anders gemacht. So wie es ist, ist es eigentlich perfekt. Wollen wir Ihnen so ein bisschen Beschäftigung geben? Den langweilt jetzt hier so ein bisschen. Sehr glücklich. Lasst ihr doch mal eure lieben Wünsche in der Kommentarspalte für Maike und Marlo da. Ich glaube, darüber würden wir uns alle sehr freuen. Wie war es denn so nach der Geburt für dich? Du hast ja vorher schon gesagt, du hattest so ein bisschen Sorge, wie sich die Beziehung zwischen dir und Sebastian dann verändert. Wie war das denn bei euch? Also bei uns ist es eigentlich eher so, dass die Beziehung eigentlich überhaupt nicht wirklich so gelitten hat. Also finden wir beide nicht. Also im Gegenteil, das hat irgendwie so doch noch mehr zusammengeschweißt. Aber am Anfang hat er schon geschaut, dass er jeden Abend kommt. So das erste Baden und so, da war er dann schon da. Es war schon teilweise heftig, weil ich halt doch alleine war dann. Also gerade wo er dann beweglicher wurde und so, wir haben noch nicht zusammen gewohnt, gab es schon Momente, wo ich mir gewünscht hätte, dass jemand da gewesen wäre. Was waren das für Momente? Wenn ich Schmerzen hatte, wenn es mir nicht gut ging oder sowas, durch die Endometriose. Ich habe leider ziemlich schnell wieder meine Tage bekommen und dann halt auch immer wieder Schmerzen gehabt. Man hat aber halt einfach ein Baby. Hast du dich dann in diesen Momenten gefühlt wie eine Single-Mama, also wie eine alleinerziehende Mutter? Ja, schon irgendwie. Also ich habe mir schon gedacht, so ja, eigentlich bin ich schon noch alleinerziehend. Aber an sich auch von der Wohnsituation oder so bin ich ja eigentlich auch noch alleine. Ja, es wäre natürlich auch irgendwie alleine gegangen. Es wäre halt um einiges anders gewesen. Es wäre vielleicht auch ein Tick nicht so schön. Ja? Ja. Glaubst du? Ja, doch. Also ich glaube schon, dass es eine große Bereicherung ist, dass ich mit Sebastian zusammengekommen bin. Hast du in diesen Momenten dann auch darüber nachgedacht, boah, wenn ich jetzt Single-Mama gewesen wäre, hast du diese Entscheidung in dem Moment nochmal irgendwie hinterfragt? Ja, also aber nicht gleich direkt nach der Geburt, sondern es kommt eigentlich eher jetzt momentan, gibt es immer wieder so Momente, wo ich mir denke, so, was ist eigentlich in den letzten 2 Jahren passiert und wie wäre es, wenn ich alleine wäre? Es wäre definitiv schwieriger. Ich hatte dann einmal einen Milchstau, ziemlich nach einem Monat. Da ging es mir richtig schlecht, richtig, richtig schlecht. Also da überlegt man sich es dann doch. War es einfach so eine Entscheidung, dass halt einfach der Wunsch nach einem Kind größer war als die Vernunft. Aber ich habe mir dann immer wieder gedacht, ich glaube, an diesen Punkt kommen auch Mütter, die eine Familie haben oder einen Mann haben. Also ich glaube, da kommt jeder mal an diesen Punkt. Hast du manchmal Momente, wo du dich irgendwie fragst, wo du irgendwie so merkst, okay, das erinnert mich jetzt gar nicht an mich, wo du so denkst, okay, wie ist wohl der biologische Vater von ihm? Ja, also das ist eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass ich oftmals sogar Sachen vom Sebastian in ihm erkenne. Oder erkennen willst. Und es sagen auch sehr viele, dass halt einfach so diese typischen, so diese Rotstich ein bisschen, er schaut irgendwie so aus wie Sebastian. aber wir waren ja alle dabei. Oh. Ja, cool. Die sind sehr aktiv. Sehr viele. Jetzt habe ich den Gebärmutterhals da. Das verteile ich jetzt einfach so im Gebärmutterhals von oben bis unten, dass die einfach schön da drin sind. Wie aufregend. Oh, ich kann da nicht hingucken. Nicht so, in 30 Sekunden sollte jetzt hier so ein Ergebnis stehen. Oh. Jetzt ist eins da. Echt? Ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger! Oh mein Gott! Wie es so sein soll, das ist, was wir in den Beinen so sehen. Ein Junge? Es gab bisher noch nie den Moment, dass ich gesagt habe, so, woher könnte das jetzt kommen? Oh, das ist bestimmt vom Samenspender oder so. Mhm. Nee. Wir sind immer noch der Meinung, er sollte so früh wie möglich erfahren, dass er ein Samenspender ist. Und wir wissen auch ganz genau, wie wir es erklären wollen. Wie? Dass es halt einfach einen Mann gegeben hat, der uns geholfen hat, dass er entstehen kann. Wann wollt ihr anfangen, ihm das zu erzählen? Ja, also ich denke mir mal so, gerade wenn sie dann in den Kindergarten kommen, er wird es wahrscheinlich noch nicht verstehen, aber dass man ihn halt dann einfach immer wieder so ein bisschen das erzählt. Ich denke mal mit 10, 11
verstehen sie es mehr, dann definitiv halt, dass man das Gespräch intensiver halt eben angeht. Aber er wird immer Papas Junge bleiben und... Also ihr nennt Sebastian dann auch Papa? Ja. Ja. Also das war von Anfang an irgendwie auch so ein Thema, worüber wir geredet haben. Und das war von Anfang an klar, dass er der Papa ist. Hast du manchmal die Angst, Angst ist vielleicht ein bisschen ein starkes Wort, aber hast du manchmal, denkst du an diesen Moment, wo er zu dir kommt und sagt, ich will wissen, wer mein biologischer Vater ist? Nee, Angst habe ich davor überhaupt nicht. Hm. Also auch Sebastian nicht. Also wir haben da auch schon viel drüber geredet. Wenn der Moment kommt, dann werden wir definitiv nicht sagen, nee, du darfst jetzt deinen Vater nicht kennenlernen. Also, sondern wir würden es unterstützen. Plant ihr noch weitere Kinder zu bekommen? Das hat unsere Community auch gefragt. Jetzt die ersten nächsten 2 Jahre nicht, aber dann schon, je nachdem, wie es halt von der Endometriose her ist. Habt ihr euch mal überlegt, ob Sebastian Malo vielleicht irgendwann mal adoptieren soll? Ja, tatsächlich. Also kam jetzt auch schon öfter zur Sprache. Und ich habe gesagt, das muss er ganz alleine entscheiden. Ich will ihn noch nicht unter Druck setzen, weil es halt doch eine große Verantwortung ist. Wenn man Sebastian so einträgt als Malos Vater, würde man damit nicht irgendwie ein Stück weit auch Malos Geschichte verdecken wollen vielleicht? Ja, verstecken? Doch schon irgendwie. Einerseits ja, andererseits ist es halt... ja, wird es immer so sein, dass er halt eben von dem Fremdsamenspender, mit dem Fremdsamenspender entstanden wurde. Aber für die Behörden wäre es halt einfach, oder es ist halt einfach in Deutschland einfacher, wenn halt eben er als Vater ihn anerkennen würde. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, wir haben leider nicht immer so süßen Baby-Content wie heute, aber auch andere tolle Themen, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Hast du jetzt im Nachhinein das Gefühl, du würdest dich noch mal genauso entscheiden mit allem von dem, was du jetzt weißt, was praktisch auf dich zukommt, wenn du jetzt im Kopf das alleine durchmachen müsstest, so wie du es ursprünglich geplant hattest? Ja. Also, ja, definitiv. Also, ich hätte ihn so oder so gewollt und wäre glücklich gewesen. Also, ich bereue es auch absolut nicht. Ich habe das Gefühl, du hast das... so verdient, weil du in den Jahren vorher so viel schlimme Sachen durchmachen musstest mit der Endometriose und dass das jetzt alles so gekommen ist. Ich bin wirklich ganz, ganz, ganz glücklich für dich. Wirklich, wenn ich ihn so angucke, dann denke ich mir so, ach. Wenn ihr Maikes gesamte Vorgeschichte schauen wollt, findet ihr hier oben unsere Reihe zu dem Thema Wie werde ich als Single Mama? Und hier unten kommt ihr zu unserer neuen Podcast-Staffel, die ist nämlich gerade angelaufen. Hier oben findet ihr ein anderes cooles Video von Funk.